So, meine lieben Leute, willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bloodborne für die PlayStation. Und wir haben ja, hier hatten wir Pastor Gaston erledigt. In der letzten Folge haben wir sogar den Kleriker noch platt gemacht. Jetzt müssen wir natürlich sehen, wie es weitergeht. Und die einzige Chance, wie es weitergeht, ist natürlich dieser Weg hier nach oben. Das war der einzige neue Weg, den wir uns entdeckt haben. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ist da jemand dran? Ah, okay. Gut. Und dann gehen wir hier längs. Und dann war es hier so ein kleiner Weg. Wo war denn der? Hier kommen wir durch die Tür gehen. Genau, hier können wir durch die Tür gehen. Und dann war hier ein kleiner Weg. Und den werden wir jetzt mal durchforsten. Mal sehen, wo wir hinkommen. Soll ich hier gehen hier? Hier liegt aber nichts. Ist nur eine Leiter. Dann gehen wir die Leiter hoch. Okay. Dann wollen wir rauskommen. Oh, wir kommen in einem. Das ist so ein altes Herrenhaus oder sowas? Ja, anscheinend. Das ist ein Geheimgang, guck mal da. Gut. Da hinten leuchtet was, das schauen wir uns mal an. Die Bergenwehrs-Spinne verbergt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Gut. Ja, was das ist. Spinne hört sich an wie ein Gegner. Kann man das da auch irgendwie? Ist das da irgendwas? Nö. Nee. Okay, man kann es kaputt machen. Kann ich das auch kaputt machen? Hier ist eine Truhe. Kann man die aufmachen? Bestimmt nicht. Tatsächlich! Blut, Edelstein, Werkstatt, Werkzeug. Warte mal. Wir haben doch jetzt auch so ein Blut. Warte mal kurz. Blut. Da, das ist der Werkzeug. Aber wir hatten irgendwo auch so ein. Da, ein Blutedelstein. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir damit irgendwas. Blutelstein der Waffen verstärkt und verschiedene Attribute gewährt. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das dann nachher auch nochmal einbauen können. Können wir wahrscheinlich nur im Traum des Jägers machen, aber wir gucken mal. Gehen wir mal hier hoch. Tür, kann man die aufmachen? Tatsächlich. Okay. Okay. Tatsächlich ist da eine Lampe. Die machen wir gleich mal an. Ist hier irgendwas? Soll ich mal kaputt machen? Ah, was ist das denn? Und angreifen kann ich es nicht. Jäger sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Okay. Das Schreien der Frauen. Der Geruch von Blut. Das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Bist du ein verrückter Gute? Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm von der Oedon-Kapelle hier. Falls sie es wert sind, davon zu erfahren zumindest. Oh, ich hoffe wirklich, dass sie das sind. Okay, Psycho. Ich weiß nicht, wenn... Okay, jetzt gleich mal. Oh, okay, da weiß ich schon mal die eine Frau, die uns nicht abkann. Die fragt immer nach einem sicheren Ort. Das wäre ja hier ein Ort. Der wäre anscheinend sicher für sie. Gucken wir mal, ob wir die nochmal finden. So. Hier runter? Ist das hier? Das gibt hier. Ist nichts. Hier ist auch ein Weg.
Okay, da geht's raus. Und jetzt hier hin. So ein Rabe links. Und hier ist ein. Okay, das ist glaube ich nicht gut gesinnt. Oh. Hallöchen. Oh. Wahrscheinlich wie die Riesen so ein bisschen. Relativ langsam. Aber man weiß es ja nicht. Okay, die sind ein bisschen stärker, die Raben. Also beziehungsweise haben mehr Leben. Okay. Da gibt es noch so ein Rabe. Nicht nur ein Rabe, sitzen gleich zwei. Okay. Für den kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Kiesel. Die können wir auch immer gut brauchen. Hier liegt eine Leiche. Gucken wir, was der hat. Wissen des Verrückten. Okay, da haben wir jetzt schon einige von. Müssen wir gucken, was wir damit machen können alles. Hier geht's hoch. Guck mal, wo es da hingeht. Da ist noch so ein Mönch. Diesmal mit einer Laterne. Schreiben wir mal an. Gucken. Oh, eieiei, haut aber gut zu. Oh. Eieiei. Gut. Oh, hier liegen noch zwei Leichen. Ja, eine Leiche, Entschuldigung. Ein Holzschild. Nee, das ist noch ein Feuer. Na klar, warum sollten wir es auch aufmachen können? Also geht nicht. Mehr gibt es hier auch nicht, ne? Behaupte mal, das ist bestimmt eine Abkürzung. Die können wir jetzt noch nicht nutzen. Dann gehen wir mal einen anderen Weg. Gucken wir mal. Das ist unsere Lampe. Ist das hier auch eine Tür? Fest verschlossen, okay. Gut, dann nehmen wir die Tür gegenüber. Da ist noch so ein. Alter, wenn der zu auch tut's auch weh. Das tut echt weh, wenn der zu hat. Oh. Ei, der haut. Eieiei. Kann man die vielleicht auch ein bisschen stoppen? Einmal ein bisschen Leben haben. Ja, funktioniert wunderbar auch bei denen. Sehr gut. Specksilberkugeln, sehr gut. Und Fiol. Liegt noch jemand? Und Blutfiolen. Kann man nie genug von haben. Dann geht's nach oben. Eieiei, wer ist er denn? Okay. Der sieht so ein bisschen stark aus. Blutsteinschere. Boah. Okay. Okay, den kann man nicht stunnen. Da muss man ein richtiges Ding erwarten. So, aber der ist ganz schön. Ich glaube, das ist ein fettes Biest. Und eine fette Reichweite.
keine Abwehr bei dem. Wollen wir irgendwo umrunden vielleicht so ein bisschen? Okay. Umrunden klappt. Hier am Brunnen ist sowieso perfekt an sich. So. Blutsteinschwerber, hier hinten liegt auch noch eine Leiche, habe ich gerade gesehen. Was da ist? Zylinder, Jägerwand. Was passiert denn jetzt? Wahnsinn. Was sollte das denn? Okay. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal die Klamotten an da, die wir da bekommen haben. Also Jägergewand hat 110. Mal sehen, geht auf jeden Fall alles hoch. Warum kann ich das nicht verwenden? Anzeigen. Ein Standardkleidungsstück der Jäger herstellt eine gute Jägertracht, die besonderen Schutz für erbieten. Ermöglicht unbemerkte nächtliche Verfolgung von Bestien. Warum kann man das nicht verwenden? Warte mal, muss ja einen Grund haben. Bin ich zu schwach oder? Also. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Warum geht das nicht? Muss ja einen Grund haben. Warte mal. Kann ich meine Kleidung einfach nicht hier wechseln? Kann ich die nur im Traum wechseln? Okay, können wir jetzt hier nicht machen. Müssen wir mal versuchen, einen Traum zu machen. Vielleicht klappt das ja da. Gut, aber auf jeden Fall haben wir die Sachen, ja. So, wie geht's weiter? Den Großen haben wir gekillt. Was? Da ist ein Schalter. Ah! Ach, okay. Hätte ich ihn da so... Okay, okay. So, den machen wir wieder auf. Warum kann man das zumachen, ist die Frage. Wenn wir es zu und ausmachen. Wo gehen wir hin? Erst nach oben? Wir gehen erstmal nach oben. Besonderes Emblem öffnet das noch so ein Riesentyp. Okay, haben wir nicht das Emblem? Gucken wir mal, ob wir so ein Emblem finden können. Wo gibt es ein Emblem? Na gut, gehen wir mal in die andere Richtung runter. Noch ein kleiner Schutz, diese Tür. Man kann die runterlassen. Wenn zum Beispiel so welche Leute da vor einem rumgeiern. Wollen wir nicht irgendwie...
Eieiei, was ist denn für ein Riesenteil in der Hand? So, haben wir beide auf einen Stein geschafft. Eieiei. Gut. Oh, hier hinten was ist. Geht nicht auf. Hier rein. Ist auch nichts. Da hinten liegt eine Leiche, die können wir uns mal holen. Also der in der ein Fernrohr. Das kennt man ja aus Dark Souls, wo wir dann ein bisschen weiter gucken können. Macht ja vielleicht hier ein bisschen Sinn. Ist auch noch irgendwas drin? Nö. Mal gucken. So, können wir ein bisschen was reingucken. Aber, wie gesagt, brauchen wir eigentlich nicht. So viele, zumindest bei Dark Souls habe ich zumindest kaum gebraucht, aber wer weiß. Vielleicht ist es hier ganz nützlich. Noch eine Blutsternscherbe. Da ist ein Typ, der hat ja einfach mal so einen Riesenteil in der Hand da. Kann man probieren. Kann man von hinten anschleichen. Okay, der hat auch zwar. Der macht auch nicht Aua, glaube ich. So, kurz gucken, was der wieder haut. Den sollen wir uns, glaube ich, nicht lassen von ihm. So, den kriegen wir auch noch hin. Sehr gut. Blutfiolen. Das kriegen wir auch echt viele von, ne? Da liegt noch eine Leiche. Blutsteinscherbe. Oh, 5 Stück? Ey, wieso kriegen wir denn so viele langsam? So, hier irgendwas ist noch. Nö. Hier geht's irgendwie runter. Bevor wir da runter gehen, lass mal hier oben hingehen erstmal. Oben alles untersuchen. Oh, da kann ich gar nicht hin. Ich dachte, da könnte ich hin. Kann ich gar nicht, ne? Oder gab's hier noch einen anderen Weg? Hier vorne kann man auch noch runtergehen, ne? Irgendwie verkehrt. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir unten längs. Oder? Wir haben mehr Wege gehabt, habe ich hier nicht gefunden. Ne, nee, dann gehen wir unten längs. Mal gucken. Diesen Rollstuhl kann ich auch kaputt machen. Yes. Oh, hier ist wieder einer von hinten anrollt. Haha. Puh. Okay. Das hier sieht dunkel aus. Und auch leicht gefährlich. Hier sind wir eine Truhe. Hier haben wir längs. Machen wir die Truhe mal auf. Mäßigung Blutedelstein. Okay. Ist eine Tür. Kann die öffnen? Ist verschlossen. Okay. Also können wir nicht so viel machen hier. Viel mehr Wege gibt es hier nicht. Na gut. Also da können wir nicht rein. Das ist eine Tür. Die ist verschlossen. Gut, und andere Wege gab es hier auch nicht mehr, ne? Hier
Gibt's. Nee. Na gut. Also, da gibt's. Hier unten geht's nicht weiter. Kommen wir hier hoch. Wir dürfen nur nicht sterben. Wir haben echt viele Blutleiches gesammelt. Hier gibt's auch nichts mehr. Komm mal hier. Mal da runtergehen. Nee, da geht's nur in die Tiefe. Dann gehen wir da nicht längs, denn ja, müssen wir wieder zurück, ne? Okay, also wir haben kein Emblem gefunden oder Schlüssel oder irgendwas. Was schade ist. Was war das denn schon wieder? So, da oben ging es ja auch nicht weiter. Also geht's hier jetzt wirklich nur noch. Hier geht's noch weiter. Gegner. Hunde, Isa. Oh, es sind richtig viele Gegner. Locken wir vielleicht mal einen an. Hey, der Hund gleich mitgenommen. Das war natürlich nicht schlecht. Schnappen wir uns als erstes den hier. Dreh ich ruhig um. Gut, wir holen. Hier liegt noch ein Leiche. Nehmen wir mit. Oh, sogar zwei. Kaltbluttau. Gerne. Und. Molotow-Cocktail. Vier Stück. Ui. Das ist doch mal nett. So, da läuft auch noch einer rum. Hier geht es noch weiter hoch. Hier ist eine Tür. Hier gehen wir. Und hier geht es auch noch rein. Okay. Da hinten liegt auf jeden Fall was. Wir sammeln das mal ein hier. Des Verrückten. Ist auch irgendwie. Wo kann man nichts machen? Geht's hier irgendwo hoch noch oder so? Und da oben sehe ich doch, da liegt doch was. Wie kommt man denn da hoch? Ist hier noch ein Weg? Hm. Nee. Gibt keinen Weg. Gehen wir nochmal raus. Auf der Seite hier kommt man ja auch nochmal hochgehen. Gehen wir da mal hoch. Steht noch einer, der schießen will wahrscheinlich. Okay. Ihr seid verflucht. Du bist verflucht. Flucht langsam. So, kann man hier rein? Yes! Okay, das wird wahrscheinlich jetzt oben sein, behaupte ich mal. Hier geht's runter. Gegner sich jetzt hier nicht. Wissen des Verrückten? Ich weiß gar nicht, was man mit dem ganzen Wissen machen kann. Hier ist ein Schalter, den betätigen wir mal. Ach, guck mal. Da bewegt sich der Sarg. Okay, Geheimgang. Gut, wir sind hier oben. Wie geht's denn hier hin? Mal runter geht. Da ist ein Altar. Oder was ist das? Da kniet jemand nieder.
Mit ihm kann man reden, okay. Ihr seid ein Bestienjäger, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Schützling von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Warum nicht? Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön. Die Stimme klingt nicht vertrauenswürdig. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Papier. Beten. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Okay. Wir müssen uns unendlich viel zu erzählen haben. Na los, sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Bergenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Okay, und die heilende Kirche? Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Okay. Danke. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Sehr gut. Keine Ahnung, aber wir gucken uns das mal an, was er uns da gegeben hat. Was können wir denn Münzen denn machen? Verschiedene Münzen, die besonders stark leuchten. Während der Jagd gibt es wenig Verwendung für Kleingeld. Aber in Dunkelheit dienen sie als Führung. Oder man wartet bis zum Morgen auf, wenn es ihn gibt. Okay, also guck mal, was haben wir denn hier? Feuerwehr. Grobes Scheuerwehr, das Waffenfeuer verleiht. Ach, cool. Also wie das mit diesem anderen funkelnden Zeug, was wir da mal gehabt haben. Ja, das ist natürlich cool. So. Gehen wir nochmal runter und gucken mal, was sich da unten geöffnet hat. Ich glaube, dann haben wir aber auch echt viel erreicht heute und müssen da nicht unbedingt groß noch was machen. Hui. Wir gehen da auch mal runter, was da passiert. Wenn es denn Sinn macht, hier runter zu gehen. Nicht, dass wir gleich angegriffen werden und tot sind. Oh, Edelstein. Okay. Hier geht es noch weiter runter. Gibt es ja noch mehr Wege? Es gibt nur den. Dann gehen wir da auch noch mal runter. Ich habe schon Angst. Okay. Das war ein Werwolf. Den hauen wir mal kurz mal ab. Ich glaube, wir laufen mal zurück, denn wir könnten gut mal unsere Punkte erstmal loswerden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der hinterherkommt. Aber zur Not gehen wir danach nochmal hier hin. Jetzt geht's erstmal zurück. Ist auch ein ganz schöner Weg, ne? So.
So. Da ist das Ding. Und dann lassen wir uns zum Traum eiern. So, wenn wir im Traum sind, dann können wir eigentlich auch nochmal irgendwas machen. Also wir können auf jeden Fall erstmal aufleveln, das ist wichtig. Genau, das können wir hier oben bei der Tante machen. Und dann gehen wir benutzen wir unser Blutwerkzeug gleich, das wir neu haben. Willkommen daheim. Was für. Obwohl, warte mal. Das machen wir vielleicht als erstes, das Blutwerkzeug benutzen. Damit wir vielleicht keine Echos haben. Blutedelsteinverstärkung. Okay. Also wir haben das. Also guck mal. Physischer Angriff 2,7. Das machen wir doch glatt. Was? Den haben wir. Achso. Ah, wir haben einen ersten Abdruck und zweiter Abdruck. Was macht denn der dann? Physischer Angriff. Achso. Physischer Angriff 1,1. Dauerhafter GP-Gewinn. Machen wir den auch nochmal rauf. Das ist schon gut. Gut. Ja. Waffe reparieren. Machen wir auch mal. Waffe verstärken. Können wir Waffe verstärken? Nein, können wir nicht. Ne? Dafür brauchen wir Zwillingsblutsteinscherben. Die haben wir nicht. Aber wir könnten ja mal unsere Pistolenwaffe verstärken. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber wir können es ja mal machen. Die Jägerpistole nämlich auch was draufsetzen. Aber haben wir nichts für, okay. Gut. Dann werden wir einfach mal. Er ist wieder da. Der war doch lange Zeit weg. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch. So wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Okay. Da meint ihr auch bestimmt das Ritualding hier. Können wir das schon benutzen? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Also wir gehen nochmal raus zu ihr. Lass uns einmal ganz kurz hier. Weiß sie. Ah, kannst du noch ein bisschen daheim, was für. Bisschen die Blutechos kanalisieren. So, ich möchte auf jeden Fall die Stärke nochmal hoch machen. Und die Vitalität. So, wir haben aber, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir haben auch noch ordentlich Blutechos gesammelt, oder? Altbluttau, naja. Das ist nicht so viel. Guck mal, da sind Kelche, da haben wir noch gar nicht, okay. Diesel, Feuerpapier, glänzende Münzen, Fernrohr. Gut. Mehr haben wir leider nicht. Können wir jetzt mal die Klamotten wechseln hier eigentlich? Testen. Warum können wir das nicht verwenden? Ich verstehe es nicht ganz. Können wir das nicht verwenden, weil uns irgendwas fehlt? Jägergewand. Aber warum können wir das nicht verwenden, ist die Frage. Okay, aber wie kann man sich denn. Hey, verstehe ich nicht. Gegenstand zu benutzen wählen. Verstehe ich nicht. Müsste doch möglich sein, seine Klamotten. Ach so, klar. Oh, wahrscheinlich eher, ne? Lass mal an. Jägergewand. Ach so, jetzt sehe ich das. Okay, es war auch dumm von mir, das so zu machen. Ja, so richtig viel. Hilft uns das jetzt auch nicht. Hier zum Beispiel ist gar nichts. Physische Abwehr ist ein bisschen höher hier.
gut, wir können sie aber behalten. Ja, mal zum Händler hier gehen. Da so noch irgendwas, was wir kaufen können, was cool ist. Nö. Die Handschuhe. Gut. Bringt jetzt nicht so viel. Egal. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.